Ja. Wir wollen Frieden in unserem Land. Das ist er also. Der Song, den Spex zusammen mit den Schülern der Albert-Einstein-Schule in weniger als 3 Tagen komponiert hat. In einem Monat werden die Kids den Song mit dem Hip-Hopper auf der Verdi-Landeskonferenz zum Besten geben. Schirmherrin des Projekts ist Verdi-Landesleiterin Susanne Krämer. Laut ihr wird bei der Landeskonferenz generell die Gegenwehr gegen Rechts im Mittelpunkt stehen. Wir werden an dem Tag eine Resolution verabschieden zum Thema gegen Rechts und gegen Rassismus. Wir haben auch Stände dort von der Gelben Hand und ähnlichem mehr. Und dann war die Idee, wie bringen wir das Thema so rüber, dass alle in dem Raum sich auch inhaltlich wirklich damit auseinandersetzen und es verstehen. Und was liegt da näher, als dass man sagt, man macht es mit Kids, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Stolz ist vor allem der Schulleiter der Albert-Einstein-Schule, Christian Augustin. Politische Größen wie Stefan Weil oder Stefan Schostock werden die Zuschauer beim großen Auftritt im Langenhagener Airport Hotel sein. Er freut sich vor allem darüber, dass die Schüler bei der Zusammenarbeit mit Spex selbst über den Inhalt des Songs bestimmen. Wir haben hier jetzt gerade den Song gehört und ich bin mir sicher, da sind einige Zeilen drin, die die Kinder auch selber eingebracht haben. Also der Spex macht das so gut, dass die Kinder selber wirksam werden und dabei erfahren, dass sie ihre eigenen Gedanken einbringen können. Bereits 8 Stunden haben die 10 Schüler gemeinsam mit dem jung gebliebenen Hip-Hopper an dem Song gesessen. Der Inhalt geht laut Spex weiter als das plumpe Aufstehen gegen Rechts. Das Ganze natürlich verpackt auch mit einer positiven Nachricht. Also nicht nur gegen zu sein, sondern eben auch klar zu machen, so warum sind wir dagegen und warum ist es überhaupt blöd, rechts zu sein? Warum empfinden wir rechts sein als nicht angemessen in unserer Gesellschaft, die eben nun mal interkulturell geprägt ist? Einen Namen hatte der Song beim gestrigen Treffen noch nicht. Zeit bleibt dafür noch bis zum 22. März. Ja, aber wir sind dann wahrscheinlich noch nicht